Weiteren Duo-Q-Spiel, Game in League of Legends mit Daniel und mir. Und Philipp brabbelt dazwischen. Hi Phil. Hallo. Ich werde das Ganze auch gleich spectaten. Ich werde dann zwar nicht direkt was dazu sagen können, aber im Nachhinein vielleicht ein bisschen was analysieren können. Falls zum Beispiel auch so eine Szene kommt wie, wo kam der Jungler plötzlich her? Kann ich dann im Nachhinein wenigstens auch mal sagen, Jungs, da war das und das. Aber ansonsten werde ich ja nicht viel tun können, aber ich bin wenigstens dabei. Spielst also Captain später ein, sagst du? Richtig. Oh, sehr geil. Das werde ich auch so dann jedes Mal tun. Da musst du auch nach mir rufen, wenn du fragst, wo kam der Jungler her? Captain später Einsicht! Und 3 Minuten später komme ich dann. André! André. Was? Achso. Naja, die haben mir meine Mitte geklaut, jetzt muss ich Haker jungeln. Was? Die haben die Mitte geklaut? Ey, ist nimmer. Blöde Jane. Lord Pelé. Aber ich finde Heker Jungle immer noch mega stark. Ja, und jetzt habe ich nicht aufgepasst mit der Zeit, weil ich euch voll gelabert habe. Ja, kann nix. Heker kann nix. Schlechteste Jungler ever. Ja. Jungle ist ja so viel. Gerade musste ich jungeln. Habt ihr verloren? Nein. Nein. Wir haben sogar plus minus minus gemacht. Plus minus minus? Ja. So, wen habt ihr denn da so dabei? Oh, das kann böse sein. Oh Gott, die haben... werden Botlane so gefistet. Raze? Blitzcrank? Level-Vorteil? Ja, ich finde, Digga ist immer noch einer der stärksten Jungler, also. Welcher jetzt? Hacker? Hacker, ja. Da greife ich drauf zurück, wenn ich jungeln muss. Tue ich auch genauso, aber ich finde Jarvan auch echt stark. Ja, also oder gut Sejuani. Angewendet. Ja, Sejuani mittlerweile, seit dem Remake habe ich die nicht mehr gespielt. Also was heißt Remake, wurde ja nur leicht verändert, aber... aber auch wirklich underrated eigentlich. Ich meine, ja. Hacker kommt ja mittlerweile, aber Sejuani ist und bleibt einfach underrated. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es sich allzu schnell ändert. Also es sah ja mal so aus, weil sie ja früher gar nicht gespielt wurde. Und dann wurde sie hin und wieder mal gespielt und ich habe gedacht, ja, jetzt kommt das, jetzt kommt der Typ, aber ne, nicht wirklich. Na gut, aber viele Leute erwarten, dass Karma jetzt mehr gespielt wird. Sie wurde echt massiv verändert, aber trotzdem fassen die Leute sie nicht an. Ja, weil sie für mich auch immer noch nicht stark ist. Ja, die Sache ist einfach, dass die Supporter wie Trash und Leona einfach und Taric auch immer noch viel zu stark der sind. Der ist doch gejumpt. So. Ey, der ist gerade gejumpt und der sagt too much minions. Die werde ich mit Heka wohl weggetankt kriegen. Vor allem mit deinem W-Skill. Ja. Ich habe auch mal gesehen, dass Hecarim in letzter Zeit auch gerne mal auf der Toplane gespielt wird. Die Sache ist, dass du mit dem Q den Gegner harassen kannst und dabei keine Minion-Aggo kriegst. Das heißt, du kannst zu mir hinlaufen, ja, drückst ja nur Q und bleibst dabei komplett sicher. Alter, wie hat der einfach so viel mehr Farm als ich? Okay, ist halt. Captain später Einsicht wird sich gleich mal dein Last-Hit-Verhältnis angucken. Und dein Verhalten meine ich eigentlich. Mein Verhältnis? Du wirst nie ein Verhältnis haben, mach dir da keine Sorgen. Ja, das hätte auch nicht gereicht, Twisted. Nice. Braucht er mich gar nicht. Voll geil farmen. Mega geil als Hick. Ich verstehe immer noch nicht, warum du mit Heka mit dem W im Jungle anfängst und nicht mit dem Q. Weniger, Potverbrauch. Weil die echt? Ah, oh, mein Potverbrauch ist der Hell. Oder 60 Health, dann doch schon eine Menge ausmachen auf Level 1. So, auf Vayne muss ich mich mit der Lifestyle-Rune echt noch. Alter! Passen.
krank. Ich verliere so viele Last einfach, ich könnte so überlead sein, ja? Aber, Phil, kommentier bitte meine Aktion. Dein hat's ja nicht gesehen, weil er selber im Spielen ist. Aber kommentier bitte gleich meine Aktion, die ich Botlane gerissen hab. Mäuschen? Hase? Ups. Wann ungefähr kommt das? Keine Ahnung. Ist jetzt schon ein paar Sekunden her. Warum stand der Taric ein Minion, damit er den Last bekommt? Ne, er wollte, glaube ich, Graves. Ja, war ziemlich sicher, dass er weit weg. Oh. 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 Ja. Das war nur Kill Secure, weil ich war mir jetzt echt. Jetzt! Ja! Sicher. Nice. Oh. Sehr, sehr schön. Damit habe ich sogar Ulti. Wurde jetzt auf jeder Lane ein bisschen eine gute Aktion gerissen, ey. Resettet der Kuh nicht einen Auto-Timer bei Vayne? Jein. Was? Dadurch, dass die so lange hält, Ich. Ist das eigentlich egal, ob er resettet oder nicht. So. Das Tower Last Hitten musst du auf jeden Fall wieder ein bisschen drauf kriegen, André. Ja, das liegt nur jetzt an den halt erstens Vayne nicht lange nicht mehr und die Ruhen. Ich habe jetzt die Lifesteal Ruhen drin. Das ist am Tower für mich jetzt gerade echt schwer. Ich hätte mir zwar eher jetzt Boots kaufen sollen, aber ich konnte den Elder Lizard Instant kaufen. Und ja. Ihr könntet eurem TF mal sagen, dass er vielleicht mal versuchen sollte, nicht zweimal dann eine Red Card zu picken, sondern einfach einmal auf eine Gold Card. Pickt die. Weil das habe ich öfter gesehen. Ganz einfach, die gesagt haben, boah, das haben sie nice gemacht hier. Weil ein großer mal gesagt hat, ja, wenn's schnell sein muss, ist es scheißegal, welche Karte pickt, entweder habt ihr Glück oder nicht, aber doppelpickt die einfach. Also ich habe jetzt gerade den Graveskill gesehen bei dir. Der war doch gut. War das die Aktion, die du meintest? Ja. Boah, so voll gelangweilt, jetzt hast du was auch. Nee, ich meine an sich, schön auf den Initiate reagiert, bist halt gefolgt. Hättest dein Taric vielleicht, also du hättest vielleicht lieber, weil der Graves hätte eh nichts mehr machen können, wäre der nochmal rangekommen, wäre er ja tot gewesen. Einen sicheren Blitzcrank-Kill nehmen können und dann den Taric noch beschützen können. Aber der ist ja auch so weggekommen. Aber ansonsten war das doch eine super Aktion. Was? Wer kommt da? Achso. Da war. Und der ist gar nicht in unserem Team. Nee. TF kommt zu euch, ne? Der hat Ulti ab. Er hätte viel früher engagen müssen. Aber er läuft halt. Ja, weil ihr nicht engaged habt. Der genau dich rauszieht. Nice, rausgepusht. Na, ich wollte noch einen Minion. Ich wollte noch einen Minion lasten. Oh. Was? Warum hat ein. War das diese Aktion in der Mitte, wo du Kill Secured meintest, wo du nochmal extra geflasht bist, um den Last am Jarvan zu machen? Also, ah, 3 Minuten hatte sie jetzt 2000 Vorsprung. Ja. Oder war sie? Ich hab's gesehen. Ich komm weg. Sehr schön. Ja, ich hätte noch Minion attacken sollen. Auf jeden Fall noch Minion attacken sollen. Ich hätte, glaube ich, Ignite vielleicht überlebt. Nee, hättest du nicht. Ja, okay, gut. Dann. Du hattest echt nur 8 Life oder so und da kamen noch 1 oder 2 Ticks. Aber der Graves hat einen Triple Kill jetzt. Ja. Hart. Sehr traurig, finde ich. Ist für mich, für unsere Lane jetzt gerade. Ja, gut.
aber übergefeedet, also. Wow, Top hatte richtig Luck. Hey, ich kann also nicht mehr rausgehen auf Verlängerung. Bräuchte ein bisschen Hilfe. I don't care. Nehme ich den halt auch noch. Ja, wie der TF-Lag hatte. Und Grace hat mich outfahren. Ja, der ist jetzt. Okay. Was ich jetzt aber ganz nice fand an der Aktion bei dir gerade, Andrea, als du da gestorben bist bei dem Gang vom Jarvan, dass du noch versucht hast, den Jarvan dann noch aus der Ulti rauszukicken und sowas. Hättest du deinen Coup ready gehabt, kann man da durchspringen? Lass mal Drake machen, bitte. Der Blitz ist ja gerade erst weg, Orianna ist... Ich glaube schon. Ja, aber nicht immer, der klappt nicht immer. Situationen, also ich weiß auch. Das ist halt randommäßig, ob du jetzt durchhüpfen konntest oder nicht. Ich hab's halt gerade versucht, mein Flash war nicht ab, weil es nicht funktioniert. Nein, ich hab's. Ich hab noch bekommen. Wie? Wie du der Orianna entkommst, ja, mega gut. Oh, hier ist Orianna. Alle fünf hier. Oh. Mhm. Egal, ich hab mit dem dritten Hit Dragon bekommen. Scheiße, zu früh rausgelaufen. Dragon haben wir halt auf jeden Fall. Ja. Versuch dich irgendwie zu executen. Ja, der execute wird nix. Baut man mittlerweile wirklich Tiamat First auf dem Lee Sin? Habe ich so noch nie gesehen. War das nicht bei uns? Nee, bei uns hat der Yi vorhin Tiamat gebaut. Nein! Ja, der F kommt schon. Den aber kriegen. Einen Coup vernünftig setzen. Oh. Er hat keinen Mana für einen Coup. Ja, ich sehe es auch gerade. Und greedet deswegen richtig hart. Lol. Aber der hat Ignite drauf. Immerhin. Immerhin, ja. Dann snack ich mir jetzt den Red, ist als Hekarim auch immer ganz nice. Ich finde das mega stark. Top, push durch. Ja, Mitte auch. Kann ich nichts mehr machen. Mitte ist weg. Nein, nein, ich meine unser. Lee Sin. Ach während so, K6 rumpimmelt. ich meine K6 rumpimmelt, macht Lee Sin geile Action. Ja. Ja doch, klar können wir. Soll ich dir mal zeigen, dass wir Grass noch mehr Kills geben können? Wir gehen jetzt auf ihn. Scheiße, Power. Ja, zu früh. Oh, Alter, ich hab das mit Lastin gerade echt nicht drauf. Vor allem gerade. Ey, komm, halt die Fresse. Sonst sind wir bei 30 Minuten dran, halt. Boah, der Attack Speed. Ja, aber ihr habt den Vorteil, das Geflame beim Gegner ist schon ziemlich groß. Die Orianna ist nicht besonders gut. Ja, aber dafür hatten wir die letzten Games die auf unserer Seite. Ja. Die Flame, aber ultra hart. Da war ich noch ein Kind gegen, also ach. Du bist ein Kind. Ja. Machst du das mit Kindern? Komm mal, André. Ich dachte echt, der trifft mich nicht. Ich dachte, ich bin aus der Range raus. Ja. Deswegen habe ich keinen Coup gemacht, nix.
4 Leute Bot. Boah. Hübscher Face, meint Daniel. Ja. Aber hast gesehen, wie ich da noch gerettet habe, unsere Ehre? Hammergeil. Schon, ey, die holst du dir doch, Daniel. Komm, die snackst du dir alle. Das ist überrisky. Obwohl, wenn TF. Der TF sei schon. Eins dann, und du hast alle. Ja. Ja, er hilft dir sogar noch. Ja, aber er stunt den falsch. Krass, wie viel schneller der Jarvan ist als du. Obwohl du 20 mehr Movement Speed hast, wie konnte er dir davonlaufen? Ja. Der Jarvan vorhin, als ihr den mit TF gejagt habt. Ja, das ist. Frag mich nicht. Kannst du auch nicht sagen. Aber wenigstens baut der Lee nicht Full AD. Oh, der TF wird greedy. Ja. Aber er kriegt einen. Ich bin noch kein Fan von Lichbane First. Ja. Ja, es geht, also ich spiel's schon relativ gerne. Reportet er, ach, ey. Ich dachte, er kommt noch von Botlane. Nee, das nicht, aber. Hä? Ich bin. Mit meiner Ult durch die Wand und bin an der Wand hängen geblieben. Uhr 18:43 kommt der Drake auch wieder, ne? Ja, das heißt in 20 Sekunden. Aber die haben gerade Bottom die Kontrolle, dass sie gerade den Tower eingerissen haben. Dadurch, dass Grace immer so viele fucking Kills hat. Und das Schlimme ist, die haben auch auf jeden Fall Timer da drauf, weil die dabei war, dass ihr den gemacht habt. Ja, die hatten da einen Ward. Achso, so meinst du Timer, ja, wenn die drauf achten. Ja, Lee fang alleine an. Aber die scheinen das nicht zu sehen. Ja, stimmt, wir haben Red, Vision Water. Boah, knapp. Ja. Ah. Da wird das so ein Lee mit Hydra. Was denn schon wieder? Ne, wir hatten vorher einen Yee. Kein Yee. Nie, ach ja, stimmt. Vorher war es ein Yee. Ich wollte wenigstens noch einen Assist. Ja, sorry, aber wenn ich den Tower schon dive. Tower schon dive? Aber du kannst froh sein, dass der Grave seinen Vorteil nur in einem Blade of Rune King ausbaut und nicht direkt gleich mit dem Yee und einem Seal auf die Lane kommt. Ja, trotzdem fickt mich da schon hart. Ja, klar, der Schaden ist immens, okay, aber es könnte auch viel schlimmer sein. Ja, das stimmt. Aber die Ori baut auch keinen Crap dazu, ich weiß nicht, warum die sich einen Chalice und eine Tier holt. Das hatten wir heute schon mal. Warte, warte. Ja, das da müssen wir nachschauen. Aber die hat ja unsere Ohren hat einen Skin. Diesen neuen TPA-Skin. TPA-Skin. Die hat sich echt Chalice und die Tier gleichzeitig geholt. Dann noch ein drittes Item. Ach ja, hier. Dieses komische Pot-Item. Welches Pot-Item? Crystalline Glass. Ja, stimmt. Auch noch. Weißt du, bevor ihr das Mana ausgeht mit den ganzen Items, ne? Ja. Schon heftig.
Meinst du, Uri kann ich alleine zerlegen? Aber Jarvan ist dann auch, ja. Ah. Aber ich hätte auch wieder Ulti. Daniel, wirst du in eine Spirit Visage aus dem Candle Gym bauen, ja, oder? Spirit Visage auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch ein paar Leute, die dann Jureas gerne noch auf ihm bauen, um einfach noch mehr Speed drauf zu kriegen. Ja. Aber ich finde einfach, das brauchst du nicht, weil Hacker so schnell ist sowieso schon. Ja, nicht nur das. Du, vor allem nachdem die den Weg genervt haben, musst du halt wirklich den Dings haben. Musst du die Spirit Visage haben. Ja, weil damit kannst du in dem Teamfight dann immer noch rumstehen und einfach alles wegrotzen. Wir kommen 10 Gold noch für die Eisbahn. So, Eisbahn auch fertig. Ja, kick ihn doch über die Wand! Ja, geht doch. Oh, nice gestunt. Aber die Dings. Die Ori ist richtig schlimm. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal eine gute Ori in der Solo-Queue gesehen habe. Ja, das war vom TF aber jetzt auch mega beschissen. Ich will jetzt dafür wasten. Nice. Okay. So habe ich meine Stats auch wieder aufpoliert. Ja, dann bist du jetzt auch mal positiv. Endlich, ne? Ich hab mich auch voll behindert graben lassen zwischendurch. Ja. Totally. Ja. Einmal dachte ich echt, ich bin halt nicht aus der Range, hab deswegen nichts getan, so kein Coup, nix. Auf einmal zieht er mich trotzdem. Ne, hier sollten wir eigentlich nicht machen, man. Ja. Kriegt den nicht getankt. Oh Gott, nein, echt. Ich mach Red Buff. Ich will Red Buff haben. Meiner. Mach Rap-Buff. Rap-Buff-Farben. Als Phil, er hat gerade Mordekaiser gespielt und klaut mir dann den Blue-Buff. Das ist traurig. Ja. Was geht denn bei euch? Kommt noch mal, was du gespielt hast, aber auch Mordekaiser mit Cooldown Reduction, um durch ihn das Schild umzuhalten, im Fall ist natürlich auch nicht so der Nachteil. Ah, trotzdem. Aber ich war in dem Spiel nicht dabei, daher kann ich das nicht beurteilen. Er war eine Vi. Ja, siehst du? Hat Mana. Ich war ein Mana-Champ halt. Ja, aber bei dem Blue-Buff darf man nicht vergessen, dass es nicht nur um Mana geht, vor allem das wurde ja eh ziemlich hart genervt. Nein, es geht nur um Mana. Ne, es geht. Ist eigentlich genau andersrum. Es geht nur um die Cooldown Reduction in der Mitte. Vor allem nicht nur, ab Midgame nur. Ja, das stimmt, da brauchst du ja nicht mehr so viel Mana, aber an sich ist es trotzdem ein schönes Zwischending plus noch Bonuserfahrung. Wenn man halt rumspammen will. Ey, komm schon, Lee. Das ist risky, ne? Ja, aber ich war jetzt einkaufen. Jetzt mal. Geh halt da dran und du tankst und. Okay. Wenn er gibt mir das Schild, anstatt dir. Ich hätte aber auch mit Vayne nicht das BF-Sword dazwischen geholt. Damages. Oh. Ich hab's. Zwei. Späte Einsicht. Ja, kacke. Okay. Ich hab noch Damage gemacht. Recht gut sogar. Razorbladed. Erkennt's auch völlig, ich kann mich nie entscheiden. Ich will halt. Und die beiden gehen den Downhunten anstatt Mitte zu pushen. One of everything by OP. Zack. Mm. Gegner haben schon versucht zu surrendern. Okay. Und so hat 2-3 ausgegangen. Wie dieser Andi jetzt echt positive Stunts hat. Ja, hätten die mitgepusht, die Tower jetzt bekommen. Ja, auf jeden Fall. Mit Lee. Wetter, du Drecken.
Always wins. Vor allem, die hätten wir auf dem Rückweg immer noch machen können. Was? Dieser Graves meint erst Gold 1. Ja, habe ich nichts gegen, kriegen wir gute Punkte. Ein Plan 4. Weil nur weil er gefeedet wurde halt, so blöderweise, redet er wie ein Pro, weißt du? Lee Sin war blöd. Ja. Das war blöd, Lee Sin. Sehr blöd, Lee Sin. Vor allem gibt dem noch einen Kill. Ja. Cool, gut. Aber wenn das noch Thrawn, dann schrei ich Phil an. Dann fahre ich nach Phil nach Hause und box ihm voll in die Welt. Ich fahre nach Phil nach Hause. Ja, zu in Phil. Ich fahre endlich rein. Hm, okay. Eins. Vor allem, warum ich jedes Mal leiden muss, ey. Boah, warum läuft es jetzt nicht in meine Richtung? Verstehe ich auch nicht. Aber ich bin mit 829 zufrieden. Ja, ich auch. Passiert jetzt so viel in den 3 Minuten? Ja, passiert nichts, also. Ja, du schaffst es mal vernünftig zu smiten. Andere hat kein Positioning. Aber auch niemand, der ihn beschützt. Aber komm, ich hab den Match noch gedrückt. So, viel wie ging. Ja, ja, natürlich. Graves ist nicht dein Main-Account. Hm. Naja, das war's für heute. Heute mal mit Kommentar von Philipp. Ich konnte ja nicht viel machen. Die 3 Minuten sind halt ein bisschen nervig. Ich müsste halt einfach alles 3 Minuten später sagen. Ja, ja, stimmt. Wir schneiden halt einfach rein. Ja, move mich einfach 3 Minuten vor. Ciao. Haut rein.